Es ist ein sehr eloquenter Mann, der extrem von sich überzeugt ist, der dann ganz, ganz, ganz tief fällt. Er selber begreift sich als Künstler, obwohl er ein Manager ist. Er fühlt sich als Macher, der einfach Tag und Nacht arbeitet für diesen Betrieb und alles mit Leichtigkeit zusammenfügt. Die Journalistin tritt an als Frau, die sich als Anfängerin beschreibt, die aber wahnsinnig gut vorbereitet ist, sich freut, diesen mächtigen Mann kennenzulernen und ein Porträt über ihn zu schreiben. Sie sagt, dass sie der Wirtschaft gegenüber kritisch eingestellt ist. Und bei diesem Treffen lässt sie sich aber doch von Heutrop irgendwie verführen in diese ihr unbekannte neue Welt des Reichtums. So arrogant das klingt, ich würde Ihnen gerne etwas anderes sagen, aber die Wahrheit ist tatsächlich, an solche inneren Grenzen meiner Begabung bin ich bisher jedenfalls noch nicht gekommen.